Rund 6,5 Milliarden Euro spenden Deutsche und Franzosen pro Jahr für wohltätige Zwecke. Doch wo gegeben wird, wollen auch viele nehmen. Rund um die Barmherzigkeit ist eine Spendenindustrie entstanden. Werbeprofis stecken hinter ausgefeilten Battlebriefen und Kampagnen. Adresshändler, Fundraiser, aufgeblähte Hilfsorganisationen. Sie alle profitieren von unseren Spenden. Die breite Öffentlichkeit weiß nicht, dass ein Großteil des Geldes häufig für den professionellen Werber im Endeffekt verwendet wird. 2009 erschütterte ein Spendenskandal Frankreich. Gleich mehrere Hilfsorganisationen wurden als Briefkastenfirmen enttarnt. Bis heute ermittelt die Justiz. Ein Großteil dieser Hilfsorganisationen besteht noch. Das heißt, sie machen Spendenaufrufe, sammeln Spenden, sogar bedeutende Summen. Denn 3 Jahre nach Beginn der Untersuchungen gibt es immer noch keine Untersuchungsergebnisse. Der Glaube an die gute Sache macht viele Spender blind. Auch Prominente sind nicht davor gefeit, unseriösen Organisationen auf den Leim zu gehen. Ich habe lernen müssen, im Kampf gegen diesen Betrüger, dass sie einen gemeinnützigen Verein gründen können. Und dann kümmert sich niemand dran, wofür sie das Geld ausgeben. Es gibt überhaupt keine Kontrollen. Immer mehr Spenden bleiben im System hängen. Immer weniger landen bei den wirklich Bedürftigen. Wohin fließen die Hilfsgelder? Wer verdient daran? Warum legen nur wenige Organisationen ihre Bilanzen offen? Warum gibt es kaum Kontrollen? Unter den Hilfsorganisationen herrscht das Gesetz des Schweigens. Wenn man über eine etwas Negatives sagt, spricht man gleich über alle anderen auch schlecht. Baden-Baden im Sommer 2012. Am Vorabend eines Golfturniers findet eine Spendengala statt. Das Turnier am nächsten Tag ist für den guten Zweck, die ausrichtende Organisation, gemeinnützig. Geldadel trifft auf Prominente. Das Konzept? Die eingeladenen Prominenten sollen betuchte Spender anziehen, die 250 Euro fürs Dabeisein zahlen. Vor dem Galadiner werden Tombola-Lose verkauft. Eines kostet 50 Euro. Auch dieser Erlös soll wohltätigen Zwecken dienen. Eine Charity-Veranstaltung in schönem Rahmen mit guter Presse. Erstmal ein super schöner Tag. Und wir machen was für eine gute Sache. Wir spielen Golf, weil ich für mein Leben gerne mache. Und mal damit wir noch helfen können und anderen Menschen, denen es halt nicht so gut geht, sag mal, unter die Arme greifen können, ist es fantastisch. Also mir ist geholfen, anderen Menschen wird geholfen, alles ist gut. Ausrichter der Gala ist ein Fachmagazin für Finanzen. Die prominenten Gäste sind Mitglieder des gemeinnützigen Vereins Eagles Charity. Ein Münchner Golfclub mit über 100 ausschließlich prominenten Mitgliedern. Für die sind Kost und Logis frei, nur die Anfahrt nicht. Das hier ist so eine Mischung aus Sponsoren, die eingeladen werden, die Sponsorengelder bezahlen und die Veranstaltung mitfinanzieren. Und wiederum Gäste, die gegen eine Startgebühr, gegen Startgeld hier teilnehmen, den Abend finanzieren, die Veranstaltung finanzieren und natürlich auch den Überschuss, was dann eben als Spende bei rauskommt. Eine Gala im 5-Sterne-Hotel kostet. Wie viel, erfahren wir nicht. Was wir wissen, die Sponsorengelder müssen erst einmal die Kosten für die Veranstaltung decken. Teile des Menüs sponsert das Hotel. Perlhuhn, Brust gefüllt mit Pfifferlingen, Balsamico, Schalottensauce, Bienen, Kerne, einzeln gezählt, Zucchini, Paprikagemüse und dazu ein Estragon Polenta. Also guten Appetit, viel Vergnügen. Dieser Event ist nur einer von vielen. Ein regelrechter Wanderzirkus von Gala-Veranstaltungen mit Prominenten für einen guten Zweck findet jedes Jahr in Deutschland und in Frankreich statt. Die Sängerin Katja Epstein ist Mitglied des Golfclubs. Als Prominente kennt sie viele solcher Veranstaltungen. Ich hasse Charity-Veranstaltungen. Darf ich Ihnen das mal sagen, wo sich alle im Bauch vollschlagen? Hier ist es ja noch relativ bescheiden. Aber da biegen sich die Buffets. Ich kann es nicht ertragen. Weil das Geld, was da in diese Buffets geht, was weggeschmissen wird letztendlich, wo alles drauf ist, was irgendwie diese Welt nur essen kann, ja? Das könnte man auch noch reintun in den Pott. Aber jetzt könnte ich ja mal kritisch fragen, hier wird ja auch Geld ausgegeben. Im Vergleich zu dem, was ich da schon mal erlebt habe, ist das sehr bescheiden. Und das finde ich, es reicht auch Fingerfood, ja?
Und ein Wasser, ein Wein oder was weiß ich. Die Veranstalter haben laut eigenen Angaben seit Bestehen im Jahr 1993 rund 13 Millionen Euro gesammelt. Spenden, die immer an andere Hilfsvereine weitergereicht werden. Uns ist schon wichtig zu betonen, dass in unserem Verein keine Verwaltungskosten anfallen, dass die Spenden, die jetzt hier an so einer Veranstaltung generiert werden, 1:1 weitergegeben werden, dass bei uns gar nichts hängen bleibt, weil wir auch faktisch nicht mit dem Geld arbeiten, sondern das ja auch weiter verteilen an Stiftungen, an Organisationen, die uns wohlgesonnen sind. Von der Gala mit Golfturnier profitiert dieses Mal die Hilfsorganisation der Multimillionärin Inara Begum Aga Khan, beliebte Ikone der Boulevardpresse. Wir haben seit 10 Jahren eine Hilfsorganisation, die heißt SOS Projects für Mensch und Tier. Und ich finde das sehr wichtig, wenn man kann, dass man etwas zurückgibt der Gesellschaft. Bevor sie den Scheck entgegennimmt, stellt Inara Begum den Sonnenhof vor, der zu ihrer Organisation gehört. Ein Projekt für Kinder und Tiere. Und betont, dass die eigenen organisationsinternen Aufwände niedrig seien. Unsere Verwaltungs- und Werbekosten machen nicht einmal 10% des Spendenerlöses aus. Wir sind ein eingetragener gemeinnütziger Verein und arbeiten ohne Unterstützung öffentlicher Mittel. Und darum hilft natürlich jeder Euro. 30.000 Euro bekommt Inara Begum für ihre Hilfsorganisation. Gott sei Dank haben wir in Deutschland ja auch eine Prüfstelle für Hilfsorganisationen, die auch das Gütesiegel vergeben. Aber das Gütesiegel hat nicht jeder eingetragene Verein. In Deutschland gibt es das Spendensiegel vom Zentralinstitut für soziale Fragen, ein Spendentüff. Wer es bekommen will, muss Einnahmen und Ausgaben sowie interne Kosten offenlegen. Da steht es zum Spendensiegel oder sowas, solche Kontrollinstanzen. Ich glaube, da brauche ich nichts zu sagen. Warum möchte Inara Begum nicht über so ein wichtiges Thema reden? Ist Transparenz so schlecht? Wir wissen nur, SOS Projects trägt das Spendensiegel nicht. Prominente als Zugpferde für wohlhabende Spender. Die Gelder der Reichen machen laut Statistik rund 40% des deutschen Spendenkuchens aus. Ich sag Ihnen was, die Ärmsten, die geben am liebsten ihre 10 Euros, ihre 2 Euros und so weiter. Das ist unglaublich, ja? Ist das eine kleine Kritik? Es ist keine Kritik, es ist eine Feststellung, ja? Weil wenn man auch sieht in diesen großen Sammlungen im Fernsehen und so weiter, du siehst doch diese vielen kleinen Beträge und freuen sich dann, wenn sie da auch mitstehen dürfen, ja? Es geht ja nicht um die Summe, es geht ja um die Bereitschaft. Oktober 2011. Wir sind in Halle an der Saale, auf der Suche nach dem typischen Durchschnittsspender. Und der ist laut Statistik im Rentenalter. Die über 70-Jährigen spenden am meisten. Hier in Halle-Neustadt lebt Günther Schießel. Er ist 80 Jahre alt und verwitwet. Ich habe schon manchmal gespendet, wenn größere Ereignisse stattgefunden haben, zum Beispiel bei diesem Tsunami und dann mal bei einem größeren Erdbeben. Da habe ich auch von Roten Kreuz oder beziehungsweise von UNICEF Post bekommen und da habe ich dann schon mal eine größere Summe gespendet. Wie viele in seinem Alter bekommt Günther Schießel häufig Spendenpost. Rund 30 Bettelbriefe pro Jahr. Ich habe das, was ich so im Laufe eines Jahres bekommen habe, mal aufgeschrieben. DRK, SOS Kinderdörfer, Nächstenliebe weltweit. Besonders auffällig das Schreiben eines Vereins, von dem Günther Schießel bis vor kurzem noch nie gehört hatte, dem Indianerhilfswerk. Es ist viel von Not, Armut und 200 hilfsbedürftigen Lakota-Kindern die Rede. Er wird um eine Spende für eine Schule gebeten. Beigelegt? Ein kleiner Büffelanhänger als Geschenk. Ich war erstaunt, dass ich von dieser Adresse Post bekommen habe. Ich hatte noch nie mit diesen Lakota-Indianern etwas zu tun gehabt. Wenn mir jemand da was mitschickt, da vermutet man, dass ich mich verpflichtet fühle, dafür
weil eben was mitgeschickt wurde, dann was zu spenden. Auch vom Ort, an dem sich die Schule befindet, hat Günther Schiessel noch nie gehört. Chamberlain im US-Bundesstaat Süddakota. Was ist eigentlich die Hauptstadt von hier Chamberlain? Da am Missouri-Fluss. Da kommt der Brief her. Aber wo haben die eigentlich meine Adresse her? Die bayerische Landeshauptstadt München. Auch hier bittet das Indianerhilfswerk, wie überall in Deutschland, um Spenden. Einer der Angeschriebenen ist Peter Süß. Obwohl er damals einen Dauerauftrag fürs Indianerhilfswerk erteilt hat, bekommt er weiterhin neue Bettelbriefe. Oh, heute ist wenig, aber das ist eindeutig unverwechselbar. Das St. Josephs Indianerhilfswerk. Doch gerade in letzter Zeit kommen ihm Zweifel. Denn je mehr Geld er der Hilfsorganisation überwiesen hat, umso mehr Bettelbriefe kamen. Aha, Zahlkarte und ein Schreiben. Zwischendurch hatte ich auch schon andere Sendungen. Ein paar habe ich mir aufgehoben, Interesse halber. Mit dem Tonfall der Briefe ist Peter Süß inzwischen gut vertraut. Fast immer ein Text von einem Kind direkt. Ich werde niemals eine Arbeit haben und wahrscheinlich von Alkohol abhängig werden. Also die Not der Kinder springt einem da direkt entgegen. Und dann sind die Kinder froh, dass sie so jemand wie diesen Pater und seine Organisation kennengelernt haben, der dafür sorgt, dass die reichen Leute in Europa und in Deutschland Geldbeutel öffnen. Ihre heutige Spende von 18, 20 oder vielleicht sogar 25 Euro oder mehr, das ist natürlich schon sehr aufdringlich. Und, aber sonst, ja, sonst verlorene indianische Kinder, also schon sehr melodramatisch. Und vorher, nun hat sie die Chance auf eine echte Zukunft und wahres Glück. Ja, wenn einem da nicht das Herz aufgeht, ja. Auf der deutschen Internetseite des Indianerhilfswerks finden wir nur minimale Informationen. Ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Frankfurt am Main. Die Mitglieder leben scheinbar in den USA. Am Telefon wollen wir nachfragen, wie der Verein eigentlich zu den Adressen für seine Bettelbriefe kommt. Ein Interview wird abgelehnt. Wir fahren ins Frankfurter Bankenviertel. Uns interessiert, wie das Indianerhilfswerk arbeitet. Wer verfasst die Briefe und was geschieht mit den Spenden? Vor Ort Werbeschilder eines Bürodienstleisters, SBC. Unter dem anderen Firmennamen auch der des Indianerhilfswerks. Nur eine Briefkastenfirma. Guten Tag. Schönen guten Tag. Wir suchen das Indianerhilfswerk. Also erstens mal bitte ausmachen, ja? Es ist nicht erwünscht, dass hier gefilmt wird, etc. Wir können mal nachfragen, oder? Nein, wollen wir nicht. Haben wir auch die strikte Anweisung aus Amerika bekommen? Wir erfahren, die SBC sei ein Dienstleister für Firmen, die kein eigenes Büro haben. Sie diene auch als deutscher Sitz des Indianerhilfswerkes. Wir wollen mehr wissen. Da war ein Interview eigentlich nicht mehr gewünscht. So, wir fragen trotzdem. Und wie viele Briefe verschickt das? Sagen, wie kommen Sie denn an die Adressen von den Spendern, von den potenziellen? Wir erfahren nur, von hier kommen weder Adressen noch Bettelbriefe. Immerhin, das Indianerhilfswerk ist ein offiziell im Register eingetragener gemeinnütziger Verein. Einen solchen kann in Deutschland jeder gründen. Es müssen sich dafür nur mindestens 7 Personen zusammenfinden. Wir recherchieren weiter und finden heraus, es gibt das Indianerhilfswerk auch in Frankreich. Unter dem Namen Saint-Joseph du Dakota. Im Zuge unserer Recherchen fahren wir im Sommer 2012 nach Paris zur Adresse von Saint-Joseph du Dakota. Die liegt in einem der schicksten und teuersten Viertel von Paris, in der Avenue Montaigne. Ein Gebäude im direkten Umfeld der Haute Couture. Wie in Frankfurt gehört die Adresse zu einem Bürodienstleister. Multibüro.
Anders ist aber, dass es hier weder Schild noch Briefkasten mit dem Namen der Hilfsorganisation gibt. Verrät man uns hier, warum ausgerechnet eine nordamerikanische Schule für Indianerkinder in Europa Millionen von Spendenbriefen verschickt? Doch unser Besuch ist unerwünscht. Bonjour. Guten Tag. Finden wir auch das Büro von Saint-Joseph-du-Dakota? Kann ich da mit jemandem sprechen? Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, dann richten Sie die bitte direkt an die Verantwortlichen. Sie gehören zum Multibüro? Multibüro. Also, die haben hier tatsächlich ein Büro gemietet. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Wir versuchen es nochmal unten im Foyer. Eine Frage. Ist Saint-Joseph-du-Dakota auch hier im Gebäude? Ja, die sind hier. Wir erfahren noch mehr. Es kommen immer wieder Spendenbriefe von den Adressaten zurück, die hier angeblich weggeworfen werden. Schlechtes Adressmanagement? Empfänger verzogen? Fakt ist, dass so Geld verschwendet wird. Wir wollen dem auf den Grund gehen. Fragen nochmals telefonisch nach. Bonjour, Monsieur. Schönen guten Tag. Ich versuche schon die ganze Zeit, jemanden von Saint-Joseph zu sprechen. Ich komme aber immer wieder nur bei Ihnen raus, beim Multibüro. Warteschleife. Monate zuvor, im November 2011. Die Frage, wer hinter den Bettelbriefen vom Indianerhilfswerk steckt, führt uns in die Niederlande. Die Dialog-Marketing-Agentur Mindwise ist für die Werbung des Indianerhilfswerks in Deutschland verantwortlich. Die Agentur wirbt unter anderem mit der Effizienz von Spendenpost. Wir fahren zum Geschäftssitz nach Amsterdam. In einem Gewerbegebiet finden wir die Agentur. Werden von hier aus potenzielle Spender angeschrieben? Wie viel Geld wird so gesammelt? Und wem kommt es zugute? Hallo, guten Tag. Schönen guten Tag. Wir haben eine Frage. Stammt dieser Brief von Ihrer Firma? Ja, das könnte sein. Doch wir machen die nicht selber. Sie geben diese Aufträge weiter? Ja, wir betreuen diesen Kunden hier. Okay, wir haben ein paar Fragen dazu. Okay, nehmen Sie Platz. Die Aufträge von Mindwise werden also an andere weitergegeben. Die Agenturchefin ist eine Deutsche. Schönen guten Tag. Ich möchte nicht persönlich oder dass einer meiner Mitarbeiter ins Fernsehen kommt oder dass etwas, was wir hier besprechen, dass Sie das benutzen können. Das möchte ich bitte nicht. Bei Mindwise will niemand offen erklären, wie das System mit den Bettelbriefen und der Spendenwerbung funktioniert. Es heißt, man habe Angst vor Konkurrenten und davor, dass Kunden, also Hilfsorganisationen, abspringen. Wir wollen mehr über das Indianerhilfswerk herausfinden und fahren nach Berlin. Hier sitzt das DZI, das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen. Diese halbstaatliche Stiftung bewertet Hilfsorganisationen und vergibt ein Spendensiegel. Rund 580.000 gemeinnützige Vereine sammeln in Deutschland Spenden. Das Siegel tragen nur etwa 230. Es garantiert Seriosität. Die Spendensiegelkriterien betreffen zum einen etwa die Werbe- und Informationsarbeit. Die Spendenwerbung muss wahr sein, sie muss eindeutig sein, darf nicht irreführend sein, sie muss klar und offen sein. Zum anderen die Finanzen, sie müssen transparent dokumentiert sein. Wir lassen uns die Jahresabschlüsse vorlegen und können dann etwa auch den Anteil der Werbe- und Verwaltungsausgaben berechnen. Beim Spendensiegel liegt die Obergrenze, die absolute Obergrenze bei 30%, das heißt maximal 30% der jährlichen Ausgaben dürfen für Werbung und Verwaltung verausgabt werden. Das DZI ist gleichzeitig ein Ansprechpartner für alle Spender und warnt vor unseriösen Organisationen. Institutsleiter Burkhard Wilke zeigt uns einen ganzen Ordner mit Beschwerden über das Indianerhilfswerk. Das DZI warnt dann vor Organisationen, wenn es zum einen eine dezidiert negative Einschätzung vertritt und dies im Fall des Indianerhilfswerks nach unserer Auffassung dadurch begründet, dass die Spendenbriefe, die verschickt werden, regelmäßig sehr druckvoll gestaltet sind, vor allem durch die Beigaben, die vorgeblich sehr aufwendig sind, die ein Schuldgefühl bei Spenderinnen und Spendern hervorrufen können und von daher sie von einer wirklich unabhängigen, freiwilligen Spendenentscheidung eigentlich abhalten. Als wir zum ersten Mal beim DZI im November 2011 drehen, erfahren wir auch, dass das Indianerhilfswerk schon mehrmals angefragt wurde, offenzulegen, wie viel Spendengeld in die Bettelbriefe fließt.
Wir selbst wissen so gut wie nichts über die Finanzen des St. Josephs Indianer Hilfswerks, da es uns Finanzaufstellungen ja nicht übersandt hat und die unseres Wissens auch nicht im Internet verfügbar sind. Insofern bleibt das im Dunkeln, was tatsächlich hierfür ausgegeben wird. Uns liegen Dokumente mit Zahlen des Indianer Hilfswerkes aus dem Jahr 2008 vor. Etwa 4,2 Millionen Euro wurden demnach deutschlandweit an Spenden eingesammelt. Doch schon allein die Kosten für Spendenbriefe belaufen sich auf über 1,1 Millionen Euro. Kosten für Werbung und Verwaltung liegen demnach deutlich über 30%. Nach mehreren Anfragen werden wir im November 2011 vom Indianerhilfswerk in die USA eingeladen. Wir reisen nach Chamberlain im US-Bundesstaat Südakota. Uns wird mitgeteilt, dass wir die Schule besichtigen, jedoch keine Fragen über Spendenbriefe oder Finanzen stellen dürfen. Als wir ankommen, sind wir von der Größe des Schulgeländes überrascht. Das war im Internet nicht ersichtlich. Die Schule macht auf den ersten Blick einen guten Eindruck. Nach unseren Erfahrungen mit der Organisation in Deutschland eine positive Überraschung. Etwa 200 Kinder amerikanischer Ureinwohner, unterschiedlich alt, werden hier unterrichtet. Which one? Which one? And. Good job. They will get back. Die Schule funktioniert als Internat. Die Kinder leben hier für Monate in geräumigen Wohnhäusern, getrennt von ihren Eltern und außerhalb des Indianerreservats. Auch Pater Steven Hofstetter, der die Spendenbriefe unterschreibt, gibt es. Trotz höflichen Empfangs kein Wort über Finanzen. Immerhin erfahren wir, warum ausgerechnet in Deutschland Spenden gesammelt werden. Wir haben auf dem Campus ein Museum. Viele unserer Besucher kommen aus Deutschland. Vor ein paar Jahren, so um das Jahr 2002 herum, beschlossen wir deshalb einfach mal etwas Fundraising in Deutschland zu betreiben. Auch um mal zu schauen, ob das funktioniert. Wir haben klein angefangen, aber es wurde immer größer und die Deutschen haben großes Interesse gezeigt. Die Spendenwerbung in Frankreich laufe erst an, stecke noch in den Kinderschuhen und sei bis jetzt wenig erfolgreich. Generell sei allerdings Europa ein lukrativer Markt, um Spenden zu sammeln. Denn in den USA werde zusehends weniger für amerikanische Ureinwohner gespendet. Unsere Schule ist von Spenden abhängig. Wir bekommen ein wenig Unterstützung von der US-Regierung. Die zahlen uns die Gehälter von 4 Lehrern. Und wir bekommen Geld für das Schulessen der Kinder. Weil fast alle aus Verhältnissen unterhalb der Armutsgrenze kommen, erhalten wir das Geld vom Staat, das die Familien sonst bekämen, um die Kinder zu ernähren. Außerdem bekommen wir Zuschüsse für Highschool-Programme. Doch fast alle unsere Gehälter und alles andere werden durch Spenden finanziert. Auch in den USA wird das Indianerhilfswerk kritisiert. Anders als in Europa muss die Organisation hier ihre Zahlen offenlegen. Wir fahren in die Hauptstadt Südakotas, nach Sioux Falls, zur Verbraucherschutzorganisation Better Business Bureau, eine private, gemeinnützige Organisation. Jim Haggerty hat den aktuellen Geschäftsbericht des Indianerhilfswerks. Um unseren Ansprüchen in den USA zu genügen, muss eine Organisation mindestens 65% aller Ausgaben in rein wohltätige Zwecke fließen lassen. Das St. Josephs Indianerhilfswerk erfüllt diese Vorgaben nicht und das schon seit langem. Das ist also für uns nichts Neues. Wie lange schon? Bei vielen vergangenen Prüfungen. Ich kann leider kein genaues Datum sagen, aber das ist so, seitdem wir uns mit dem Hilfswerk beschäftigen. Auch in den USA werde die sehr emotionale Ansprechhaltung der regelrechten Bettelbriefe kritisiert, so Jim Haggerty. Immer wieder gebe es Beschwerden von Spendern. South Dakota winters are known to be brutally cold. Die Winter in Südakota sind für ihre brutale Kälte bekannt. Sie können bis zu 6 Monate dauern. Die Kosten, um unsere Klassenzimmer sowie 20 Wohngebäude für die Kinder zu beheizen, sind sehr hoch und belasten unser Budget. Deshalb wende ich mich mit der dringenden Bitte um Hilfe an Sie. Bitte helfen Sie uns in der Not, damit unsere Lakota-Schüler in diesem Winter nicht frieren müssen. Das Entscheidende ist, dass die alarmierende finanzielle Situation der St. Joseph's-Schule nie existierte. Hier findet eindeutig ein irreführender Spendenaufruf statt. Wir wollen wissen, wie leben eigentlich diejenigen, in deren Namen das Indianerhilfswerk so emotional Spenden einwirbt, und fahren ins Pine Ridge Reservat nach Südakota.
Das Reservat ist etwa dreimal so groß wie das Saarland. 40.000 amerikanische Ureinwohner leben hier unter sehr ärmlichen Lebensbedingungen. Wir treffen einen entfernten Nachfahren des legendären Häuptlings Sitting Bull. Wendell Yellow Bull zeigt uns das Reservat. Die Arbeitslosenquote liegt bei 80%. Und nach Jahrtausenden als Nomaden haben die Menschen große Probleme mit dem Lebensstil des 21. Jahrhunderts. Das führt zu viel Gewalt. Oft werden Konflikte heraufbeschworen, Nachbarschaftsstreit. Weil man hier so eng beieinander lebt? Ja, hier wohnt man dicht an dicht. Und hier, das Haus. Das hat nicht mal eine richtige Tür. Das ist eher eine Hütte. Darin lebt jemand? Ja, klar, darin lebt jemand. Unser Problem ist, dass wir immer Nomaden waren. Der Wechsel unserer Wohnorte hat unser Denken und Handeln beeinflusst und aufgefrischt. An einem Ort zu leben, Tag ein, Tag aus, birgt für uns große Probleme. Vielen amerikanischen Ureinwohnern hier ist der Spagat zwischen den Kulturen längst zum Verhängnis geworden. Hier, an der Grenze des Reservats, darf Alkohol verkauft werden, im Reservat nicht. Viele von denen kommen nur zum Trinken her. Wahre Sucht. Einige sind eigentlich gute Menschen. Nichts Verkehrtes an denen. Wendell kennt viele hier. Er leitet die örtliche Rettungsstation und weiß, einige von ihnen hier draußen werden im langen, kalten Winter von Südakota erfrieren. Um das zu verhindern, sammle keine Hilfsorganisation Spenden. Wendell lebt mit seiner Frau Dolores in einem einfachen, wohnwagenähnlichen Haus. Wie bei vielen Familien im Reservat kümmern sich die Großeltern um ihre Enkelkinder. Die Eltern, so erfahren wir, seien dazu nicht in der Lage. Wir zeigen Wendell und Dolores den deutschen Bettelbrief des Indianerhilfswerks. Na klar, ein Büffel. Was denken Sie über dieses Anschreiben? Ich frage mich, wie viel die wohl für diese Kreuze und anderen Geschenke ausgeben. Also wir bekommen auch solche Briefe mit solchen Geschenken. Von wem? Von der St. Joseph's Schule. Ja, wir bekommen auch solche Standardbriefe, in denen es heißt, dass die Hilfe brauchen. Aber jetzt nicht als negative Kampagne. Oh doch. Es heißt, manche der Kinder kommen aus schwierigen Verhältnissen. Also ich drücke es mal dezent aus. Ja, wir kriegen diese Briefe auch. Doch wenn darin steht, dass die amerikanischen Ureinwohner immer mit Armut und Gewalt zu kämpfen haben, Alkohol und Drogensucht, wenn das passiert, dann bekommen wir einen Stempel aufgedrückt und das tut weh. Wenn die also diese Art der Negativkampagne nutzen, um Spenden für sich einzutreiben, das wirft auf uns im Reservat ein richtig schlechtes Licht. Zurück in Chamberlain. Die St. Joseph's Schule ist weit weg vom Reservat. Doch sie wirbt druckvoll für sich mit den Problemen, die dort herrschen. Eine bunte Werbekampagne, die aber nicht erklärt, warum die amerikanischen Ureinwohner mit solchen Problemen konfrontiert sind. Für das Spendenaufkommen des Indianerhilfswerkes in den USA ist Corey Christiansen verantwortlich. Die Schule hat sogar ein eigenes Areal, in dem man sich nur um die Spendenwerbung in den USA kümmert. Werfen wir einen kurzen Blick in die Spendenrückläufe. Hier kommen alle Spenden aus den USA an, in Form von Dollarbeträgen auf Schecks. Insgesamt, nach unseren Recherchen, über 40 Millionen Dollar jährlich. Wir öffnen die Post und sortieren die Dollarbeträge und schauen, ob die Spender spezielle Wünsche haben, wie zum Beispiel, dass wir für sie beten. Die Angestellten arbeiten hier wie in einem mittelständischen Unternehmen an professionellen Maschinen. Die durchschnittliche Spende beträgt 20 Dollar. Also sortieren wir nach 5ern, 10ern und 20ern. Die einen spenden mehr, die anderen weniger, aber durchschnittlich 20 Dollar. In den USA? Genau, in den USA. Kommt auch was aus Deutschland hier an? Nein. In Deutschland geht das alles über das Bankensystem. Da müssen wir das nicht so handhaben wie hier. Das geht direkt auf unser Konto. Es gibt sogar eine eigene Druckerei für die nordamerikanische Spendenpost. Briefe mit Geschenken werden woanders hergestellt. Wir erfahren, dass die kleinen Aufmerksamkeiten in den deutschen Bettelbriefen nicht von hier stammen. In Deutschland lässt das Hilfswerk pro Jahr etwa 3 Millionen Spendenbriefe verschicken. 10-mal mehr gehen in den USA auf die Reise. Etwa 30 Millionen Briefe, 27 bis 30 Millionen. 15 Millionen drucken wir hier selber.
Ganz schön viel. Ja, es ist viel, aber wissen Sie, bei den Spendenbriefen ist die Erfolgsquote sehr gering. Also wenn man eine halbwegs gute Erfolgsquote haben will, muss man schon ein bisschen was verschicken. Es ist viel, aber wir müssen das machen, damit alles funktioniert. Wie hoch ist denn die Erfolgsquote? Es kommt ganz darauf an. Das kann alles sein, von etwa 2-15%. Je nachdem, welche Klientel wir anschreiben. Das Indianer-Hilfswerk hatte 2010 Einnahmen von über 48 Millionen Dollar, also umgerechnet etwa 35 Millionen Euro allein durch Spenden. Deren Organisator Corey Christiansen verdient jährlich knapp über 165.000 US-Dollar. 35 Millionen Euro für eine Schule mit 200 Kindern? Wie viel Geld fließt ins Hilfsprojekt? Wie viel in die Verwaltung und wie viel in Werbemaßnahmen? Dazu und zur Art der Spendenwerbung wollen sich die Verantwortlichen nicht vor der Kamera äußern. Man sagt uns nur, man wäre gezwungen, in den Briefen zu übertreiben, da sonst keiner spenden würde. Sommer 2012. Ein halbes Jahr nach unserem Besuch hat sich scheinbar etwas beim Indianer-Hilfswerk getan. Man gibt sich transparenter, erklärt auf der Website unter anderem, warum teure Spendenbriefe verschickt werden und veröffentlicht einen Jahresabschluss. Wir fahren erneut nach Berlin zum Deutschen Zentralinstitut für Soziale Fragen, kurz DZI. Angeblich gehen 65% der in Deutschland gespendeten Gelder direkt in die USA. Was bedeuten die veröffentlichten Zahlen? Die Tatsache, dass der Verein jetzt Finanzdaten veröffentlicht, gewisse Finanzdaten, heißt aber sicherlich noch nicht, dass er gleich förderungswürdig wäre. Die Spendenweitergabe macht allein 3,3 Millionen Euro von den Gesamtausgaben von knapp 5 Millionen Euro aus, ist nicht weiter aufgegliedert. Und das etwa wäre bei einer Spendensiegelprüfung eine unserer ersten Fragen. Auch beim Better Business Bureau wird das Indianer-Hilfswerk weiterhin kritisiert. Unter anderem wegen zu hoher Kosten für die Spendenbriefe. Außerdem hält man die Methoden zur Spendenwerbung weiterhin für fragwürdig. Wir haben also hier etwa einen Spendenbrief aus dem Frühjahr 2012, der damit beginnt. Ich gehe davon aus, dass Sie noch keine Gelegenheit hatten, die hilfsbedürftigen Indianerkinder mit einer Spende zu bedenken. Also förmlich eine Mahnung nach der unverdankten Zusendung einiger Geschenkkarten, einiger Briefkarten, jetzt endlich auch zu spenden. Das ist eine Art von Druck, fast von Nötigung zum Spenden, die wir für unseriös halten. Diese Art von Druck zieht sich immer wieder durch die Werbung der Indianerhilfe durch. Und deswegen warnen wir nach wie vor der Organisation. Eine Warnung in Frankreich gibt es nicht. Paris im Sommer 2012. In der Redaktion der Zeitschrift Capital gibt es jemanden, der sich mit den Problemen in der französischen Spendenlandschaft bestens auskennt. Etienne Changembre hat 2009 einen Spendenkompass mit Bewertungen von seriösen bis unseriösen Organisationen verfasst. Der Kompass wird alle zwei Jahre aktualisiert. 2009 hatte ein Spendenskandal die französische Öffentlichkeit aufgeschreckt. Die Tagespresse warf damals insgesamt 17 Hilfsorganisationen unseriöse Arbeit vor. Das Interessante dabei, alle hatten ihren Hauptsitz in den USA. Die Tageszeitung Le Parisien hat einen ersten Artikel über 17 Hilfsorganisationen veröffentlicht, die von der Justiz verfolgt wurden. Die Justiz hat hinterher herausgefunden, dass einige dieser Organisationen Problemfälle sind. Es sind hauptsächlich Spendenorganisationen, die Geld für die Erforschung verschiedener Krankheiten gesammelt haben. Diese 17 Organisationen sind laut Meinung der Justiz keine richtigen. Sie haben häufig nur eine Post- oder E-Mail-Adresse, eine Internetseite, einen Telefonanschluss und einen Anrufbeantworter. Und das ist schon alles. Etienne Jargembre recherchierte weiter zu den Fällen. Auch weil die Sonderkommission, die seit 2009 ermittelt, bislang wenig zutage gefördert hat. Seit drei Jahren sind keine neuen Erkenntnisse veröffentlicht worden. Weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt, gibt die Justiz keine Auskünfte.
Ein Großteil dieser Hilfsorganisationen besteht noch. Das heißt, sie machen Spendenaufrufe, sammeln Spenden, sogar bedeutende Summen. Denn 3 Jahre nach Beginn der Untersuchungen gibt es immer noch keine Untersuchungsergebnisse. Eine der Organisationen ist die Association de Recherche sur le Diabète. Eine gemeinnützige Organisation, die laut Eigenauskunft Diabetesforschung unterstützt. Hauptsitz ist Washington DC. Etienne Jean-Jambre hat einen Termin in der Pariser Filiale. Die Justiz geht davon aus, dass das Geld, das in die USA gelangt, dort in den Marketingagenturen landet. Der Geschäftsführer der Spendenorganisation ARD ist Besitzer einer Firma, die Werbepost verschickt mit Sitz in den USA. Die hat gleich mehrere Filialen in Europa. Immerhin, die ARD hat als einzige der 17 Organisationen auf Etiennes Anfrage überhaupt reagiert. Treffen mit Bénédicte Sachs, Frankreich-Chefin der ARD. Bonjour, Madame Sachs. Comment ça va? Guten Tag, Madame Sachs. Wie geht es Ihnen? Guten Tag. Sollen wir ins Büro gehen? Ja, sehr gerne. Etienne Jean-Jambre kommt sofort auf die Werbepostagentur Saturn des amerikanischen Geschäftsführers der ARD zu sprechen. Finanziert er etwa mit Spendengeldern sein eigenes kommerzielles Unternehmen? Also, die Firma Saturn hat Dienstleistungen in welchem Bereich angeboten? Im Marketingbereich, oder? Sie haben vor allem die Postwurfsendungen zu günstigen Preisen gemacht. Das müssen Sie sich mal anschauen. Wir machen Infobroschüren zur Prävention und Information. Das hilft uns, Spendenaufrufe zu machen. Wir können ja auch nicht auf der Straße herumlaufen wie das Rote Kreuz mit Spendenbüchsen. Spenden Sie, spenden Sie, spenden Sie mit kleinen Glöckchen um den Hals. Also, als Saturn ein Problem bei der Steuerprüfung hatte. Ja, weil große Summen des Geldes in den USA verschwunden sind. Ja, aber das machen die. Das sind ja die. Ja, ja, einverstanden. Es hat ja bei der französischen Justiz Fragen aufgeworfen, warum diese Firma, deren Dienste ja recht teuer waren. Es waren immerhin 80% der Spenden, die als Betriebskosten in den USA verschwunden sind. Ach ja, Sie wussten das? War das so? Ja, natürlich. Dann sind Sie aber gut informiert. Ja klar, das ist mein Job. Davon wusste ich ja gar nichts. Ich möchte gerne auf die Konten von 2010 zu sprechen kommen. Und wenn Sie möchten, schauen wir uns auch 2011 an. Sie schauen sich das einzige Jahr an, in dem wir Geld zur Seite gelegt haben, weil wir... Sie haben in Ihrer Bilanz 226.000 Euro Überschuss. Und dann haben wir hier noch einmal den Betrag von 187.000 Euro vermerkt. Also kommen wir auf gute 400.000 Euro von 1 Million Euro, die Sie zur Seite gelegt haben. Was heißt auf die Seite gelegt? Wir hatten ja wegen dieser ganzen Geschichte diese Kosten. Ach, das sind Anwaltskosten. Das ist ja wirklich fürchterlich. Das ist Ihnen auch vollkommen egal. Das interessiert uns schon. Wir hören Ihnen ja zu, Madame. Also es waren Anwaltskosten, Kosten für die Justiz, um uns zu verteidigen. Schauen Sie mal, Sie geben die 400.000 Euro an, also geben Sie zusätzlich zu den normalen Betriebskosten die Anwaltskosten separat an. Und diese Rücklagen hier sind die für noch anfallende Prozesskosten? Ja, weil im Prinzip... Also Anwaltskosten, okay. Ja, wir werden vollkommen freigesprochen werden, vollkommen. Aber für alle Fälle. Warten Sie, Madame. Aber Sie haben hier doch einen Überschuss, den Sie für die Diabetesforschung ausgegeben haben wollen. Aber in den Ausgaben des Jahres 2010 werden für die Forschungskosten 0 Euro angegeben. Da steht nur Prävention und Information. Das ist nur für dieses eine Jahr. Sie kommen nur, um mit mir über dieses eine Jahr zu sprechen. Okay, dann schauen wir uns eben 2011 an. Schauen Sie, hier haben wir 2005, 2006, 2004, 2003. Die Frankreich-Chefin der Hilfsorganisation kann keine Fehler erkennen. Doch sind diese teuren Broschüren wirklich notwendig? Es ist offensichtlich, dass hier mit den Zahlen etwas gar nicht stimmt. Denn bei der ARD geht kein Cent in die Erforschung von Diabetes. Nur 9% der Spendensumme, die 2010 gesammelt wurde, also 90.000 Euro, wurden im weitesten Sinne für Diabetesforschung ausgegeben. Aber nur, um kleine Infobroschüren herzustellen. Ich stelle eines fest. Diese Organisation steckt ihr Geld nicht in die Forschung. Allen Kritiken zum Trotz. Die ARD darf in Frankreich weiter ungehindert Spenden sammeln. Übrigens, in ihrem Heimatland USA hat die Organisation die Offenlegung ihrer Bilanzen verweigert.
Zwei weitere Organisationen auf der Liste der 17 Unseriösen, die Etienne Jean-Jambre als besonders dreist brandmarkt, sind Mission Médicale Internationale und Agir pour les Enfants du Monde. Die eine sammelt für medizinische Hilfe, die andere für Kinder in der dritten Welt. Beide beantworten weder Fragen, noch stellen sie sich Interviews. Das ist ganz typisch. Die Organisationen, die was zu verbergen haben könnten, die vermeiden den Kontakt zu den Journalisten. Das ist klar. Etienne will beide Organisationen spontan zur Rede stellen und nimmt uns mit. Gegen beide laufen Untersuchungsverfahren der Justiz mit dem Vorwurf des organisierten Betrugs. Trotzdem rufen sie weiterhin um Spenden auf und sammeln Hilfsgelder. Beide Organisationen haben dieselbe Adresse in Paris. Ach hier, da haben wir Mission Médicale Internationale und Agir pour les Enfants. Ist das Zufall? Keine Antwort. Wurde unsere Kamera bemerkt? Etienne hat Glück. Ein Nachbar öffnet die Tür. Vielen Dank. Agir pour les Enfants, ist das hier? Schauen wir mal auf die Briefkästen. Vielen Dank. Der Journalist hegt gegenüber den beiden Organisationen einen Verdacht. Also hier haben wir die beiden Organisationen, die sich in der ersten Etage befinden, sogar im gleichen Büro. Also zwei Organisationen, die von der Justiz verfolgt werden. Und außerdem stellen wir fest, dass sich beide diesen Briefkasten teilen. Man kann sich also vorstellen, dass diese beiden Organisationen, die scheinbar nichts miteinander gemein haben, von ein und derselben Person gegründet wurden, um Geld in Frankreich zu sammeln. Warum gründet jemand zwei Organisationen, die vorgeben, sie hätten nichts miteinander zu tun? Geht es auch hier nur darum, teure Spendenwerbung zu betreiben? Scheinbar keiner da. Die Tür bleibt verschlossen. Vielleicht hilft ein Anruf. Guten Tag. Sie sagen auf Ihrem Anrufbeantworter, dass Ihr Empfang ab 9.30 Uhr geöffnet ist. Ich bin jetzt etwas überrascht, dass niemand antwortet. Es ist jetzt 10.30 Uhr. Wir wissen nicht so recht, was wir von all dem halten sollen. Diese beiden Organisationen werden von der Justiz verdächtigt, die Summen, die sie in Frankreich sammeln, in die USA zu schicken. In Mutterorganisationen oder in andere Strukturen, die das gesamte Geld ausgeben. Das ist alles sehr verdächtig. Geht es hier überhaupt noch um Hilfsbedürftige? Etienne Jean-Jambre bleibt dran. Und auch wir recherchieren weiter. Wir finden heraus, beide Organisationen arbeiten auch in Deutschland. Medical Mission Internationale sitzt in Mainz. Der zweite Verein heißt in Deutschland World Children's Fund. Wie in Frankreich haben beide dieselbe Postadresse. Auf seiner Internetseite hat der Bell Children's Fund ein Werbevideo veröffentlicht. Doch das ist wenig aussagekräftig. Man wirbt mit allgemeinen Zahlen und damit, dass man in verschiedenen Ländern Kinderheime und andere Projekte unterstütze. Jeden Tag kommen weitere 6.000 weiße Kinder hinzu. Ein offizielles Interview wird abgelehnt. Interessant ist, die Absage kommt aus Holland. Wir fahren nach Mainz. Laut Informationen des DZI sammelte der World Children's Fund 2011 in Deutschland über 7,5 Millionen Euro an Spendengeldern. Doch eigene Projekte unterhält er nicht, sondern leitet seine Spenden an die Schweizer Stiftung World Children's Fund Europe weiter. Wir wollen wissen, wie viel von den Spendengeldern kommen wirklich bei Hilfsbedürftigen an. Ja, schönen guten Tag. Wir machen eine Reportage zum Thema Spendenwesen. Und ich hatte Ihnen eine E-Mail geschickt und nochmal angerufen und wollte mal fragen, ob wir ein Interview mit Ihnen machen dürfen. Da hat Ihnen doch der Herr von der Organisation sicherlich geantwortet. Ich frage mal. Wären Sie dazu bereit, vielleicht? Die Tür bleibt geschlossen. Wir würden nur gerne mit Ihnen reden über Ihre Fundraising-Methoden. Doch keine Reaktion. Deshalb fahren wir nach Rosenheim.
Hier in Bayern sitzt Deutschlands eifrigster und härtester Kritiker der Spendenindustrie, der bis vor kurzem das Internetportal Charity Watch betrieb. Stefan Leupfinger ist freier Wirtschaftsjournalist. 2008 hat er Charity Watch gegründet, um deutsche Spender vor unseriösen Hilfsorganisationen zu warnen. Im Herbst 2011 hat Stefan Leupfinger über seine Erfahrungen ein Buch mit dem Titel Die Spendenmafia geschrieben. Auch Leupfinger hat sich mit Medical Mission und dem World Children's Fund intensiv beschäftigt. Sein Vorwurf: teures und fragwürdiges Fundraising, also Spenden sammeln. Ich habe hier mal ein paar Briefe gesammelt, die mir da von verschiedenen Leuten zugespielt wurden. Und wenn ich jetzt einfach mal irgendeinen hier rausnehme, dann haben Sie hier einen Brief, der schon außen damit beginnt, dass ein Foto von einem Kind drauf ist, Hunger im Sudan, ganz schrecklich alles. Und es wird hier ein Eindruck erweckt, als wenn ich nicht sofort spende, dann wird auch letztendlich ein Kind im Sudan verhungern. Und das ist halt einfach völliger Quatsch. Und damit auch wirklich die Spendenbereitschaft entsprechend groß ist, wird gerne, und das ist ein absolutes Warnsignal, ein seriöser Verein würde sowas nie tun, wird hier mit Geschenken gearbeitet, die eindeutig zu viel sind. Hier ist bei einem Fall ein durchaus sehr hochwertiges Tuch mit beigelegt gewesen. Was ist da für ein Hintergedanke dabei? Letztendlich, wenn ich so ein Geschenk verteile, dann hat der Spender, der diesen Brief gekriegt hat, oder der potenzielle Spender, ein schlechtes Gewissen. Und mit diesem schlechten Gewissen wird er am Ende eher dazu neigen, Spende zu tätigen, die natürlich auch über den Wert dieses Geschenks hinausgeht, als wenn kein Geschenk beigelegt worden wäre. Hier sind Weihnachtskarten, die da beigelegt wurden. Das ist ja harmlos, das kann man ja noch durchgehen lassen. Aber hier sind zum Beispiel, was haben wir hier? Ja, ein Nähset, das beigelegt wurde, das alleine auch schon vom Versand her, von den Kosten her, untypisch hohe Kosten produziert. Stefan Leupfinger recherchierte auch in den USA. Denn Hauptsitz von World Children's Fund und Medical Mission ist ein und dieselbe Adresse in San Jose, Kalifornien. Und in den USA müssen Hilfsorganisationen mehr Transparenz zeigen. In den USA ist zumindest eines deutlich besser als in Deutschland. In den USA sind solche Organisationen verpflichtet, offenzulegen, was sie für Einnahmen hatten, wofür sie das Geld ausgegeben haben. Und ich springe jetzt einfach mal nur auf zwei ganz zentrale Summen, die man hier erkennen kann. Zum einen die Position 24, das sind sozusagen Verwaltungs- und Werbekosten, Total Operating and Administrative Expenses, mit 2,9 Millionen von insgesamt 4,7 Millionen. Also wenn ich es zusammenfasse, sind rund zwei Drittel der Gelder auch in den USA verschwunden. Und wenn man jetzt über mehrere Ebenen das quasi zusammenaddiert, sind von meinen 100 Euro, die ich am Anfang gespendet habe, vielleicht irgendwelche Centbeträge am Ende noch irgendwo angekommen. Wir finden raus, die Spendenaufrufe des World Children's Fund kommen von der Agentur Adfinitas in Hannover. Auch hier keine Antwort auf unsere Interviewanfrage. Wir wollen wissen, welche ethischen Richtlinien haben Agenturen für Spendenwerbung? Adfinitas ist Teil einer Holding mit Sitz in Holland, die zu den Marktführern im europäischen Geschäft für Werbebriefe zählt. Also machen Sie bitte auch die Kamera aus. Wir bekommen zwar interessante Informationen, doch man verbietet uns, diese für unseren Film zu verwenden. Warum scheuen die Fundraiser, die Spendensammlerkampagnen organisieren, die Medien? Die Fundraiser, die arbeiten am liebsten im Dunkeln aus einem ganz einfachen Grund. Die breite Öffentlichkeit weiß nicht, dass ein Großteil des Geldes, wenn sie eine Überweisung ausfüllen von einem Bettelbrief oder wenn sie auf der Straße angesprochen werden, dass ein Großteil des Geldes häufig für diese Aktion, für den professionellen Werber im Endeffekt verwendet wird. Und da will natürlich die Industrie mit Tausenden von Mitarbeitern im Hintergrund, hat da kein Interesse, dass es in der breiten Öffentlichkeit bekannt wird. Zwei Wochen später sind wir wieder zu Besuch in Berlin. Wir haben von der Agentur Adfinitas das Angebot für ein Treffen bekommen. In den Räumlichkeiten des Deutschen Fundraising-Verbands, gemeinsam mit dessen Pressesprecher. Der Fundraising-Verband ist die Interessensvertretung für alle, die sich beruflich mit dem Spendensammeln beschäftigen. Vom selbstständigen Fundraiser bis hin zu europaweit operierenden Marketingagenturen. Auch Adfinitas ist Mitglied. Thomas Röhr ist Sprecher des Fundraising-Verbandes und der kümmert sich auch um moralische Richtlinien.
Der Fundraising-Verband hat sogenannte 19 ethische Grundregeln für das Fundraising, die eine gewisse Form der Transparenz vorschreiben, eine korrekte Verbuchung, die dem Spender einfach zugestehen, dass er weiterhin, jetzt sage ich mal, autonomes Wesen ist, der selbst entscheidet, für was gebe ich jetzt mein Geld und für was gebe ich nicht und so weiter. Die gelten oder sollten zumindest gelten für Organisationen ganz genauso wie für Agenturen. Doch wie passen diese positiven Ideen mit den Spendenaufrufen für kritisierte Hilfsorganisationen zusammen? Jetzt machen Sie natürlich auch Fundraising für den World Children's Fund, der laut unserer Recherchen heftigst kritisiert wird in Frankreich, in Deutschland. Es ist eine ganz normale Organisation wie jeder andere und ist für uns ein Kunde wie jeder andere, der unsere Dienstleistung in Anspruch nimmt, dem wir Empfehlungen aussprechen und den wir natürlich auch beraten. Es ist aber natürlich auch die Entscheidung der Organisation, wie weit sie dieser Empfehlung, dieser Beratung folgt. Wir können da, wie gesagt, finalen Einfluss können wir nicht nehmen, wollen wir auch gar nicht nehmen, muss man sagen. Klar, die können ja sagen, wir möchten jetzt gerne 3 Millionen Briefe verschicken. Sagen Sie vielen Dank, machen wir. Selbstverständlich. Weil, wie gesagt, wir sind eine GmbH, wir sind keine gemeinnützige Organisation und wir sind ein Dienstleister. Und wenn ein Kunde uns natürlich mit einer Aufgabe oder einer Herausforderung an uns herantritt, dann überlegen wir natürlich, wie wir das am besten lösen können. Wie sahen diese Überlegungen im Falle des World Children's Fund aus? Also es ist emotional, Punkt. Ja. Da brauchen wir auch gar nicht drüber reden, weil Spenderwerbung ist sicherlich emotional. Ich habe ja auch nichts anzubieten. Das heißt, es ist ja kein Kauf. Es ist eine freiwillige Geldspende. Und das ist einfach ein Kommunikationsmittel, die diese Organisation natürlich mit uns gemeinsam gewählt hat, um nach Spendengeldern zu fragen, ganz klar. Gibt es irgendwelche moralischen Richtlinien, nach denen auch so eine Agentur handelt? Also faktisch sind wir Dienstleister, Punkt. Damit endet auch sozusagen unsere Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Wir beraten, wir analysieren, wir empfehlen selbstverständlich auch. Aber die letztendliche Entscheidung fällt die Organisation. Das heißt, jede Organisation entscheidet auch für sich selber, wie sie kommunizieren möchte. Beim World Children's Fund zum Beispiel durch konkrete Empfehlungen zur Spendenhöhe. Mit nur 15 Euro können Sie bereits 10 lebensbedrohlich abgemagerte Kleinkinder vor dem Verhungern retten. Und mit 30 Euro spenden wir dann 15 Kinder und ihren Familien mit Nahrungsmitteln, Vitaminen und sauberem Trinkwasser. Das ist ja vermutlich nicht die Realität gewesen. Aber ist das die Spendertäuschung? Nein, das sehe ich nicht. Weil wenn da steht, dass mit 15 Euro bestimmt oder mit 30 Euro mit bestimmten Beträgen bestimmte Dinge erreicht werden können in diesen Ländern, dann ist das die Realität, dann ist das die Wahrheit. Also dann kriegen wir diese Informationen natürlich von unterschiedlichen Organisationen genannt. Und das ist je nach Projekt völlig unterschiedlich, was mit den Geldern erreicht werden kann. Das ist Bestandteil des Briefings, was wir natürlich vor jeder Aktion bekommen. Und das sehe ich nicht so. Also es widerspricht sich nicht meiner Meinung nach, dass dort diese Gelder natürlich so etwas bewirken in diesen Projekten. Beide verweisen auf die wachsende Mündigkeit des Spenders. Schließlich habe auch jeder die Wahl, gewissen Hilfsorganisationen nicht zu spenden. Wir wollen mehr über das professionelle Spendensammeln herausfinden und besuchen die Mailing-Tage 2012 in Nürnberg. Auf dieser Messe trifft sich das Who is Who der Vertreiber der Werbepost. Weil die meisten Hilfsorganisationen das Spendensammeln heute lieber auslagern, bilden diese Firmen das Bindeglied zum Spender. Viele der großen einschlägigen Marketingunternehmen mischen beim Geschäft um die Spendengelder mit. Dabei handeln sie auch offen und frei mit Adressen. Denn die sind wichtig, um Bettelbriefe in großer Zahl zu verschicken. Eine Adresse kostet durchschnittlich 25 Cent. Jeder Spendenwerber kann Adressen mieten und dann Spendenaufrufe an wildfremde Menschen schicken. Ein völlig legales Geschäft. Hilfsorganisationen sind tatsächlich im Datenschutzrecht privilegiert. Das liegt daran, dass der Gesetzgeber anerkannt hat, dass sie eben eine besondere gesellschaftliche Bedeutung haben. Als wir dann im Jahr 2009 das Datenschutzrecht novelliert haben, ist deshalb eine extra Ausnahme geschaffen worden für Spendenorganisationen, die besagt, dass eben Werbung durch Spendenorganisationen auch ohne Einwilligung der Adressaten gemacht werden darf. Denn der Königsweg der Spendenwerbung ist die Neuspendergewinnung per Brief. Das sogenannte Cold- oder Kaltmailing. Rund 30% aller Spendengelder in Deutschland werden so erzielt. Auch die Post mischt mit. Die Deutsche Post hat den größten Stand auf der Messe. Und sie hat eine eigene Firma für Werbebriefe,
das Siegfried-Vögele-Institut, eine hundertprozentige Tochterfirma. Es gibt Kritiker, die sagen, das Spendenwesen ist zu kommerziell geworden. Wie begegnen Sie dem? Ganz emotionslos, muss ich Ihnen sagen. Ja? Emotionslos in dem Sinne, weil unser Auftrag ist ja eigentlich nur, Werbemittel zu optimieren und Handlungsfelder den Kunden aufzuzeigen, wie er sein Werbemittel letztendlich wirklich verbessern kann, um letztendlich bei der Zielgruppe genau anzukommen, mit dem Ziel natürlich, dass die Leute natürlich auch spenden. Sie haben keine Zeit mehr, das wichtigste Gut ist Aufmerksamkeit beim Konsumenten und Sie müssen die Aufmerksamkeit von dem Konsumenten sich regelrecht erkämpfen und wenn Sie das schaffen, dann ist die halbe Miete bezahlt. Im November 2011. Wie professionell Spendenpost mittlerweile erstellt wird, erfahren wir beim Siegfried-Vögele-Institut vor Ort in Königstein. Hier wird die Wirkung eines Briefes auf potenzielle neue Spender genau analysiert. Vom Inhalt bis zur unbewussten Wahrnehmung durch das Auge. Wohin blickt der Leser zuerst? Eine spezielle Kamera verfolgt die Blickrichtung. Der Preis für eine kleine Studie liegt bei etwa 7.000 Euro. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Wichtig ist, den Leser zu führen mit einer Headline, mit einer persönlichen Anrede, mit Fettdruck oder mit Unterstreichungen, auch in einem PS zum Beispiel, dass nochmal aufgefordert wird zu spenden, sich auch nochmal bedankt wird. Ganz wichtig auch eine persönliche Unterschrift, das gibt dem Ganzen nochmal eine Nähe. Wir haben hier sogar noch ein sehr sympathisches Foto neben der Unterschrift. Auch dafür, dass die Spendenpost nicht gleich ungeöffnet im Müll landet, gibt es psychologische Tricks. Ärzte ohne Grenzen hat eine sehr interessante Lösung gefunden. Das Adressfeld ist auf der eigentlichen Rückseite. Weil wir aber gewohnt sind, dass ein Brief eigentlich hier die Rückseite hat und nicht die Vorderseite, wird dieser Brief auf jeden Fall umgedreht und nutzt die eigentliche Vorderseite komplett zum Kundendialog. Schon lange ist ein Wettlauf um die Spenden im Gange. Das Aufkommen stagniert. Aber es gibt immer mehr Hilfsorganisationen. Wie emotional darf das so ein Mailing sein? Gibt es da eine Richtlinie oder irgendwelche Grenzen? Naja, also es gibt natürlich ganz klassisch die berühmten Grenzen des guten Geschmacks. Ne? Bilder dürfen und müssen dramatisieren. Es dürfen also tatsächlich Hungernde, es dürfen verwüstete Landschaften erscheinen, weil das ist die Realität, die ich abends in der Tagesschau oder wo auch immer dann halt eben auch, mit der ich konfrontiert werde. Und genau das ist es ja, auf das diese Spendenorganisationen halt eben aufsetzen. Es darf nicht so weit gehen, dass man eine Bildwelt schafft, die eigentlich abstößt, weil sie tatsächlich so grausam ist, dass man nicht mehr bereit ist, sich auf das Mailing einzulassen. Insgesamt etwa 200 Millionen Spendenbriefe jährlich verschickt die Deutsche Post. Besonders vor den Weihnachtsfeiertagen ist die Branche in Hochform. 70 Cent bis 1 Euro kostet ein einfacher Spendenaufruf in der gesamten Herstellung. Agenturkosten mit inbegriffen. Das klingt erstmal gut. Stefan Leupfinger von Charity Watch aber weiß, die Spendeneintreiber und Werbebriefagenturen müssen daher auf Masse setzen. Denn nur so können sie durch Spendenwerbung Geld verdienen. Der Journalist erklärt uns das System. Ich habe hier mal von einem Fundraiser, der auch sehr professionell, einer der ganz Großen in der Branche, mal zugespielt bekommen von jemandem, ein internes Controlling-Sheet. Da sind auch Mailings verschickt worden. Hier mal ein Beispiel. 500.000 Auflage, Kosten 344.000 Euro. Da sind wir jetzt wieder bei diesen 70 Cent in etwa, was das pro Brief gekostet hat. Aber, und das ist jetzt das Entscheidende, wenn Sie bei diesen 500.000 Leuten dabei waren und egal welchen Betrag auch immer gespendet haben, im Schnitt haben die Leute 21,73 Euro gespendet. Wenn sie also 21,73 Euro gespendet haben, dann ist 0,0 bei den Kindern angekommen. Im Gegenteil, die Spendeneinnahmen insgesamt waren 120.000 Euro. Das heißt, dass allein aus diesem Mailing sind 250.000 Euro Minus entstanden. Laut Stefan Leupfinger schreckt die Spendenindustrie auch nicht davor zurück, teure und teilweise jahrelang ineffiziente Kampagnen zu starten. Trotzdem scheint das System der Cold Mailings bei vielen Hilfsorganisationen mittlerweile gang und gäbe zu sein. Am Rand vom Rhein-Main-Gebiet in Königstein. Wir besuchen eine Organisation, die transparent arbeitet und nachweisen kann, was genau mit den Spenden passiert.
Dieter Arnold gründete vor 14 Jahren die Hilfsorganisation Herzen für eine neue Welt, die Kindern im Hochland von Peru hilft. Für ihn wichtig, die persönliche Bindung des Spenders zur Organisation. Es gibt Untersuchungen, die sagen, dass etwa nur 15% der Spender sich mit dem Projekt identifizieren, für das sie spenden, und 85% eigentlich nur ihr schlechtes Gewissen so gegen Weihnachten abbauen. Wir sind der Meinung, dass ein Spender trägt auch eine Verantwortung für das, was er spendet. Dieter Arnold schreibt seine Spendenaufrufe noch selbst. 3.500 Adressen hat er im Laufe der Jahre über Freunde, Bekannte und Mundpropaganda gesammelt. Von 100 Euro, die wir generieren, gehen etwa 89 Euro direkt in das Projekt, weil wir keine Dienstleistungen nach außen geben, sondern dass wir eben in der Größenordnung, in der wir uns befinden, alle diese Dienstleistungen eigentlich noch selbst machen können. Und deswegen kommen wir auf diese recht günstigen Zahlen. Mona Itchai in Peru auf 3000 Metern Höhe. Hier engagiert sich Arnolds Organisation gleich mehrfach, um vor allem die Lebensumstände der Kinder zu verbessern. Unter anderem wurde mit Spenden eine neue Schule gebaut. Die tägliche Schulspeisung für 400 Kinder, wie auch das gesamte Projekt, finanziert sich größtenteils durch Patenschaften aus Deutschland. Im peruanischen Hochland sind die Menschen arm. Das Bildungsniveau ist niedrig. Viele fliehen in die Städte. Eine gute Bildung soll die Zukunftschancen der Kinder erhöhen. Neben Schulen und medizinischen Einrichtungen entstand auch ein Waisenhaus für 70 Kinder. Mit Einheimischen, denen er absolut vertraut, hat Arnold eine Schwesterorganisation gegründet, um zu verhindern, dass Spendengelder bei peruanischen Behörden versanden. Über 3,5 Millionen Euro hat Dieter Arnold seit 1997 nach Peru überwiesen. Er ist 71 Jahre alt und macht sich Gedanken über die Zukunft seines Vereins. Der persönliche Kontakt mit den Spendern ist gut, raubt aber viel Zeit. Was, wenn eine Agentur ihm das abnehmen könnte? Okay. Ja, grüß Gott, Arnold. Schönen guten Tag. Also bisher haben wir die Mailings alle selbst gemacht, ne? Aber der Aufwand, der wird immer größer. Ja. Das können Sie ja sicher nachempfinden. Ja, sowas hören wir in letzter Zeit sehr häufig. Man kann eben nicht alles selber machen. Das kostet halt viel Zeit und dann im Endeffekt... Sind wir bei Ihnen auch richtig, wenn wir jetzt unser Spendenaufkommen erweitern wollen? Absolut. Das machen wir auch. Das machen Sie auch. Wir machen Fundraising für viele große gemeinnützige Vereine in Deutschland. Würden Sie denn diese anderen Adressen beschaffen? Aber klar. Sie schicken uns das zu und dann schauen wir uns das an und dann gucken wir weiter. Selbstverständlich. Dieter Arnold will herausbekommen, ob er mit Hilfe einer Agentur Geld sparen kann. Bislang schreibt er alle 3.500 Spender selbst zweimal im Jahr an. Neben der Zeit kostet ihn das pro Brief 80 Cent. Der letzte Rücklauf einer seiner Aktionen war sehr erfolgreich, belief sich immerhin auf 120.000 Euro. Nach einer Woche haben mehrere Agenturen ihre Angebote geschickt. Das billigste für einen Brief mit Bestandsadresse liegt sogar knapp unter 60 Cent. Das teuerste mit zugekauften neuen Adressen liegt bei etwa 2 Euro. Ja, das war für uns also sehr interessant, weil wir wollen ja möglicherweise das Mailing mit unserer Adressendatei auslagern, weil das für uns sehr viel Arbeit ist. Und deswegen haben wir uns zunächst mal von kompetenten Agenturen verschiedene Angebote eingeholt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin überrascht über das Ergebnis, denn wir haben Kostenvergleiche angestellt, was uns das kostet. Und wenn wir das auslagern und stellen fest, dass das also natürlich gewisse Schwankungen mal berücksichtigt, dass wir etwa in diesem Bereich liegen. Das ist also ein überraschendes Ergebnis und veranlasst uns dazu, darüber nachzudenken, tatsächlich dieses Mailing auszulagern. Eine Woche später begleiten wir Dieter Arnold nach Hannover. Einige Agenturen haben ihn zu weiterführenden Gesprächen eingeladen. Mit der Kamera sind wir nicht dabei.
Ich werde das mir sehr genau anhören. Wir werden das im Vergleich zu anderen Agenturen, sage ich mal, uns anschauen und dann unsere Schlüsse ziehen. Ich gehe also völlig unvorbelastet in dieses Gespräch, wie ich in die anderen Gespräche auch gehen werde. Während unserer Recherchen sind wir immer wieder darauf gestoßen, dass sich ein Teil der Agenturen oft nur als reine Dienstleister verstehen. Je mehr Werbebriefe sie verschicken, desto höher ist ihr Gewinn. Und es gibt Spendenwerber, die keine moralischen Bedenken haben, für Vereine zu arbeiten, die im Verdacht stehen, Gelder unsachgemäß auszugeben. Wenn man das Spektrum des Fundraising-Bereichs der Agenturen sich ansieht, dann kann man nur sagen, dass es ein durchaus schillerndes Spektrum ist. Von hochseriös und kompetenten Agenturen, die den Organisationen helfen, auch effizient Spendenwerbung, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, über weniger kompetente, bis hin zu Agenturen, die im Grunde nur die eigene Gewinnaussicht in der Perspektive haben und fast bis in den Halbweltbereich hinein dann letztlich auch Spender unter Druck setzen mit Methoden, die etwa schlimmste Drückermentalität auch offenbaren. Wir sind gespannt, wie es Dieter Arnold bei seiner Recherchetour ergangen ist. Zu welchen Ergebnissen kommt er nach seinen Gesprächen mit mehreren Agenturen? Mein Gott, ich habe denen ein Loch in den Bauch gebracht, wie sie nichts mehr wussten. Wie hoch sind die Erfolgsaussichten beim Cold Mailing? Also der Neuspendergewinnung. Die Rücklaufquote ist also relativ niedrig. Die liegt im nicht so günstigen Fall bei 0,5%, in etwas besseren Fällen 1-1,5%. Aber mehr ist es eigentlich nicht. Ein preiswertes Coldmailing kostet etwa 1 Euro. Verschickt man das an 100.000 Empfänger, spenden davon statistisch gesehen etwa 1.000. Die Durchschnittsspende liegt bei 20 Euro. Machen 20.000 Euro Einnahmen gegenüber 100.000 Euro Ausgaben. Schreibt man die 1.000 Erstspender nochmal an, dann spenden von denen noch rund 600. Es bedeutet, dass man etwa 3-4 Jahre benötigt, dass sich zunächst das ganze System amortisiert hat. Das muss man sich einfach klar machen, ne? Dass diese Gelder eigentlich nur für den Rückfluss benötigt werden, diese Aktion. Und dann, wenn alles gut gegangen ist und alle Randbedingungen wirklich positiv erfüllt sind, dass eigentlich nach 4 Jahren erst die ersten Gelder in das Projekt selbst gehen. Das ist eigentlich der klare Sachverhalt, den ich jetzt also im Prinzip mitgenommen habe. Zurück in Königstein, ernüchtert. Dieter Arnold will weitermachen wie bisher und seine Spendenpost nicht von Profis verschicken lassen. Der Spender glaubt, dass dieses Geld tatsächlich dem im Coldmailing angedeuteten Zweck zugutekommt. Aber es ist eben nicht so. Und das ist halt, wenn man es jetzt ehrlich betrachtet, kann man fast sagen, dass das in den Bereich der Täuschung anzusiedeln ist. Paris im Sommer 2012. Auch in Frankreich wird die Art und Weise, wie Hilfsorganisationen Spenden einwerben, kritisiert. Wir treffen Sylvie Brunel, Professorin für Geographie, Buchautorin und Afrika-Expertin. Insgesamt 15 Jahre war sie im Charity-Business tätig, auch als Präsidentin von Action contre la faim, Aktion gegen den Hunger. 2002 trat sie öffentlich zurück. Sie prangert die zunehmende Kommerzialisierung des Systems an und dass Werbe- und interne Kosten in den Bilanzen versteckt werden. Wenn man die Betriebskosten der Hilfsorganisationen in einem Tortendiagramm darstellt, wird klar, dass das Fundraising etwa 15% des Budgets ausmacht. Für die Kommunikation benötigt man ungefähr 10%. Also könnte man sagen, das ist doch gut, 15% oder 20%, das sind doch vernünftige Summen. Aber tatsächlich ist alles viel komplizierter. Denn unter dem, was man als soziale Mission bezeichnet, also das eigentliche Hilfsprojekt, darunter laufen auch die Gehälter vom Verwaltungspersonal. Die arbeiten nicht vor Ort, sondern in Paris oder München und tun das, was wir in der Branche als Aktionen der Sensibilisierung bezeichnen. Das ist nichts anderes als Spendenwerbung. Und so wird das Geld, das tatsächlich in die betroffenen Gebiete, in die Hilfsprogramme fließt, immer weniger.
en réalité, il est de plus en plus limité. Wozu führt das? Das führt dazu, dass die Methoden immer aufdringlicher werden, dass mit immer schrecklicheren Bildern gearbeitet wird. Und wer profitiert von dem Ganzen? Die Marketingagenturen, die ihr System immer ausgefeilter machen. Wenn Sie heutzutage einen Spendenaufruf bekommen, dann mit teuren Briefumschlägen, Briefmarken und Etiketten, kleinen Geschenken, knallbunten Farben, Zeichnungen. Damit muss endlich Schluss sein. Neben der Art der Spendenwerbung kritisiert Sylvie Brunel auch das generelle Gebaren vieler Hilfsorganisationen. Immer mehr machten sich mit immer ähnlicheren Projekten gegenseitig Konkurrenz. Die Strukturen würden immer größer und handlungsunfähiger. Am Anfang gab es nur wenige Hilfsorganisationen. Sie hatten nur kleine Verwaltungssitze und die Hilfe vor Ort war das Wichtigste ihrer Arbeit. Heutzutage gibt es viele Hilfsorganisationen. Sie haben sehr große Verwaltungen, weil dort viele Angestellte arbeiten und es hohe Fixkosten gibt. Die Verwaltungssitze sind sozusagen fettleibig geworden. Aber das Hilfsprogramm vor Ort ist nicht so sehr gewachsen. Die Hilfsorganisationen werden von ihrer Konkurrenz eingeschränkt. Sie werden durch die zunehmende Bürokratie gelähmt, was definitiv zu Lasten des Hilfsprogramms geht. Zurück nach Königstein in Deutschland. Der Verein Herzen für eine neue Welt hat einen schlanken Verwaltungsapparat. Eine Angestellte auf 400-Euro-Basis. Dazu maximale Transparenz. Jede Woche prüft Dieter Arnold die Bilanzen aus Peru. Wir beginnen hier mit einem bestimmten Kassenstand. Dann sind hier die einzelnen Ausgaben aufgelistet. Jede Rechnung hat eine Nummer. Und hier ist dann zusammenaddiert, dass wir zum Beispiel in dieser Woche 13.937 Dollar ausgegeben haben. Durch diese sehr aufwendige Buchhaltung, die wir betreiben, ist es relativ schwierig, Gelder zu unterschlagen. Und im Laufe unserer 14 Jahre ist das ganz wenig vorgekommen, dass wir mal den einen oder anderen aus dem Projekt nehmen müssen. Also generell würde ich sagen, ist die Quote sehr gering. Das hängt aber auch damit zusammen, dass wir eine sehr genaue Kostenverfolgung haben und dass da nicht also riesige Zeitabstände dazwischen sind, die einfach nicht mehr nachvollziehbar sind. Dieter Arnold auf dem Weg zum vereidigten Buchprüfer. Der bescheinigt ihm nach eingehender Prüfung mit einem Testat, dass finanziell alles mit rechten Dingen vor sich geht. Das steht für Seriosität und vereinfacht die Zulassung der Gemeinnützigkeit. Diese müssen Hilfsorganisationen jedes Jahr neu beim Finanzamt beantragen. Wer diesen Status besitzt, zahlt für Spendeneinnahmen keine Steuer. Die Kassenbuchführung ist ja immer ein großes Problem. Es gibt so gemeinnützige Einrichtungen, die haben plötzlich an einem Tag eine Versammlung und da kommen, sagen wir mal, 10.000 Euro an einem Tag in die Kasse rein, ja, weil das gespendet wird. Und dann stellen die da auch Spendenbelege aus. Und das ist ja nicht ganz so ordentlich. Die können dann gar nicht mehr nachweisen, wer die 10.000 an dem Tag praktisch gebracht hat. Was könnte daran irgendwie unsauber sein bei sowas? Man kann, das könnten, sagen wir mal, Gelder sein. Geldwäsche müsste hier beachtet werden, ja. Und das ist immer heikel, also wenn das gewisse Grenzen überschreitet. Also wir haben jetzt bei einer Organisation, haben wir da den Auftrag zurückgegeben, weil man konnte mir das nicht klar vermitteln, wie die Gelder praktisch im Einzelnen sich darstellen. Für Dieter Arnold ist so etwas nicht nachvollziehbar. Für ihn ist die freiwillige, seriöse Buchprüfung von außen sehr wichtig. Nur so könne schließlich immer garantiert werden, dass eine Hilfsorganisation verantwortungsvoll mit dem gespendeten Geld umgehe. In Deutschland ist aber laut Gesetz eine vereidigte Buchprüfung der gemeinnützigen Vereine nicht Pflicht. Heißt das, ich könnte, wenn ich eine Hilfsorganisation hätte und würde nicht zum Buchprüfer gehen, hätte aber Leute, die mir die Unterlagen zurecht manipulieren und die sehen gut aus, könnte ich beim Finanzamt abgeben und das Finanzamt sagt, vielen Dank, hier ist die Gemeinnützigkeit? Das könnte ich mir vorstellen, dass es auch so geschieht. Die Grenzen zwischen Gemeinnutz und Eigennutz scheinen nicht immer klar zu sein. Wie sehr Spender in Deutschland getäuscht und abgezockt werden können, verdeutlicht einer der wohl bislang größten Skandale, die öffentlich wurden. Wir treffen Alice Schwarzer, Deutschlands bekannteste Frauenrechtlerin. Die Publizistin gewann 2009 in einer Fernsehquizshow 500.000 Euro. Sie spendet den Gewinn für den guten Zweck.
an einen Frauennothilfeverein aus Berlin, der gegründet wurde, um muslimischen Frauen in Notsituationen zu helfen. Man will zum einen, dass es sowas gibt, ja, so einen Lebensgefährten einer ermordeten jungen Deutsch-Türkin, der sagt, meine Freundin ist zwar tot, aber jetzt engagiere ich mich und das mache ich ganz selbstlos. Und man will auch, dass es unbürokratische Hilfe gibt. Nicht, man stellt sich vor, so ein Mädchen muss von zu Hause abhauen, dann ruft man irgendein Amt an, dann ahnen sie, was losgeht. Es geht ja auch nicht anders. Und dann will man, dass es so eine Hilfstruppe kommt, die sich ins Auto setzt, 500 Kilometer fährt, sagt, komm, steig ein, schnell, wir geben Gas. Hier, da hast du eine Wohnung und so. Man will, dass es das gibt. Aber dennoch habe ich natürlich recherchiert. Oh, aber alle Menschen, die ich gefragt habe, offensichtlich, waren genauso gerührt wie ich und wollten es nur zu gern glauben. Der Verein erhielt das Geld. Doch dann findet Alice Schwarzer mit Hilfe eines Journalisten heraus, dass der Vereinschef von dem Geld ausschweifend lebt, nicht aber hilft. Sie klagt und tritt als Zeugin auf und bekommt unerwartet Gegenwind. Jetzt passierte was sehr Interessantes. Die anderen, die auch daran glauben wollten, wurden sehr verlegen und sagten Alice oder Frau Schwarzer, je nachdem, wie das Verhältnis war, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch, wenn du den jetzt anzeigst, also wie stehst du denn da? Der Satz ist mehrfach gefallen. Wenn du das jetzt öffentlich machst, wie stehst du denn da? Und da habe ich gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich meine, ich lasse doch jetzt nicht eine 500.000 Euro den Jordan runtergehen, nur weil ich zugeben muss, ich bin auf einen Betrüger reingefallen. Alice Schwarzer tritt als Zeugin auf. Nach einjährigem Prozess wird der Berliner Initiator des Vereins wegen Betrugs verurteilt. 4 Jahre und 10 Monate Haft. Der Schaden wurde auf insgesamt 700.000 Euro beziffert. Ich habe lernen müssen, im Kampf gegen diesen Betrüger, dass sie einen gemeinnützigen Verein gründen können. Und dann kümmert sich niemand dran, wofür sie das Geld ausgeben. Es gibt überhaupt keine Kontrollen. Und sie kriegen die Leute kaum zu fassen, formal juristisch. Also da ist der Staat in der Pflicht. Und wir Journalisten sind in der Pflicht, entweder den Mund zu halten oder zu wissen, wovon wir reden. In Deutschland gibt es insgesamt rund 580.000 gemeinnützige Vereine, die Spenden sammeln dürfen. Vom kleinen Tierhilfsverein bis hin zu internationalen Organisationen mit vielen Angestellten. Doch wer kontrolliert eigentlich, ob die Spendengelder auch fürs Gemeinwohl eingesetzt werden? In Trier gibt es die einzige und letzte deutsche Behörde, die das Sammeln von Spenden kontrolliert. Aber nur für Rheinland-Pfalz. Und es ist auch nur ein Kontrolleur, der sich darum kümmert. In den anderen Bundesländern wurden die Sammlungsgesetze in den letzten 12 Jahren aufgehoben. Hauptbegründung: zu viel Verwaltungsaufwand. Sven Brauers vom ADD kann Vereinen das Sammeln von Spenden verbieten. Wir haben Sammlungsverbote aussprechen müssen, wo wir festgestellt haben, dass also der Anteil für die Werbeagentur, ne, für diese Fundraising-Maßnahmen bei 80% liegen pro der Jahreseinnahmen. Das ist nicht vermittelbar, auch nicht gegenüber dem Spender. Und in solchen Fällen müssen wir ein Sammlungsverbot aussprechen. 10 bis 12 Sammlungsverbote spricht Sven Brauers jährlich aus. Doch nur für sein Bundesland. Überall sonst kann weitergesammelt werden. Jeder Mann für beliebige Zwecke, wie, wann und wo er will. Die Vielzahl arbeitet seriös, legt Unterlagen vor, ist sehr transparent. Es gibt eine gewisse Anzahl von, ich will mal sagen, schwarzen Schafen. Und da ist, denke ich, auch unser Aufgabenschwerpunkt. Also wir wollen nicht die Guten loben, sondern unsere Aufgabe ist es, die schwarzen Schafe herauszufiltern. Weil ich denke, das stärkt auch die seriösen Organisationen und das ist auch im Sinne der Spender. Halten wir noch mal fest. In Deutschland leben 80 Millionen Einwohner, die jährlich rund 4,5 Milliarden Euro an gemeinnützige Vereine und Organisationen geben. Doch die einzige echte staatliche Kontrolle, die stattfindet, ist in einem Bundesland. Bringt das überhaupt etwas?
Ich halte die Arbeit der ADD überhaupt nicht für zahnlos. Die meisten dieser bisher 60, 70, 80 Sammlungsverbote, die verhängt wurden von Rheinland-Pfalz, sind heute noch bestandskräftig. Und deswegen halte ich das für ein sehr scharfes Schwert. Was aus meiner Sicht fehlt, dass auch die anderen 15 Bundesländer das in ähnlicher Form so einsetzen. Wie sieht es in Frankreich aus? Wer kontrolliert hier die Verwendung von Spendengeldern? Im Gegensatz zu Deutschland gibt es gleich zwei Instanzen, die landesweit kontrollieren. Eine davon ist der Rechnungshof. Der beschäftigt sich aber eher nebensächlich mit gemeinnützigen Organisationen. Die Beamten kontrollieren nicht mehr als zwei Vereine im Jahr. Es werden die Bilanzen untersucht und die Zahlen veröffentlicht. Doch das Ganze ohne irgendeine Wertung für den Spender. Überhaupt scheint man hier nicht viel Wert darauf zu legen, Hilfsorganisationen und den Fluss von Spendengeldern in irgendeiner Form zu bewerten. Es wird immer Menschen geben, die eine Lücke finden. Und ich denke, dass es auch nicht unser Ziel ist, ein System zu etablieren, das jeglichen Betrug unmöglich macht. Nur weil es hin und wieder unter den weißen Schafen auch ein schwarzes gibt, sollte man nicht alle weißen Schafe für schwarze halten. Die meisten Spendenorganisationen machen sehr seriöse Arbeit. Sie nehmen ihren sozialen Auftrag ernst und bieten der Bevölkerung eine solide Leistung an. Wir helfen den Spendenorganisationen dabei, ihre eigenen Schwächen zu erkennen und helfen so, deren Arbeit zu verbessern. Das ist unsere Aufgabe. Der Rechnungshof kann unseriöse Hilfsorganisationen bestrafen, indem die steuerliche Befreiung von Spendengeldern entzogen wird. Eine an sich scharfe Waffe, die aber noch nie eingesetzt wurde. Auch die französische Kontrollbehörde für Soziales, die IGAS, schaut Hilfsorganisationen auf die Finger. Doch mehr als ein bis zwei Kontrollen pro Jahr seien logistisch nicht möglich, sagt man uns. Immerhin, alle Organisationen, die mehr als etwa 150.000 Euro jährlich sammeln, müssen ihre Bilanzen in einer Internetdatenbank der Regierung veröffentlichen. Das gibt es in Deutschland nicht. Doch welcher Spender findet sich in diesem Zahlendschungel zurecht? Es ist nicht einfach für den normalen Spender, dieses Thema zu erfassen. Man sollte deshalb die Spendenpraxis so gestalten, dass sie effektiver und transparenter wird. Beatrice Buguet und 10 weitere Mitarbeiter können eigentlich nur stichprobenartig die Spendenlandschaft rechts und links der Seine unter die Lupe nehmen. Jährlich werden in Frankreich etwa 1,8 Milliarden Euro gesammelt. Doch auch hier scheint der Spender am Ende auf sich gestellt zu sein. Der Rechnungshof kontrolliert nur die Konten von 2 oder 3 Spendenorganisationen pro Jahr. Mehr nicht. Das reicht nicht aus. Es würde Jahrhunderte dauern, wenn man alle Organisationen in Frankreich prüfen wollte. Die IGAS weist zwar die Spendenorganisationen auf die Dinge hin, die bei ihnen nicht in Ordnung sind, aber im Allgemeinen warnt man den Spender und die Öffentlichkeit nicht genügend. Wissen Sie, die Analysen der IGAS werden ja nicht in großem Stil veröffentlicht. Und was ist mit der Comité de la Charte, dem Dachverband für seriöse Organisationen in Frankreich? Jedes Jahr lässt sich das Komitee die Bilanzen seiner Mitgliedsorganisationen vorlegen und prüft mit hauseigenen ehrenamtlichen Kontrolleuren. Allerdings wird das Komitee zu 80% durch die Mitglieder finanziert, die überprüft werden. Es sind doch sicher ein paar schwarze Schafe unter den Organisationen. Nein, wir haben keine schwarzen Schafe in der Herde. Wenn wir wirklich welche hätten, dann wären wir selbstverständlich äußerst motiviert, diese aus der Herde auszuschließen. Und wie sortieren Sie sie aus? Durch den Entzug unserer Genehmigung. Auch hier hören wir, dass es das noch nie gegeben hätte. Etienne Jargembre liegen jedoch belastende Dokumente einer Mitgliedsorganisation vor. Deren Ex-Präsident soll seinen Familienurlaub in Marokko mit Spendengeldern finanziert haben. Zudem einen First-Class-Flug für seine Frau nach Dubai. Und es gibt weitere Vorwürfe. Wir sind hier auf einiges gestoßen. Zum Beispiel auf einen Brief, der an ein Mitglied des Vorstandes der Spendenorganisation adressiert wurde. Diesen Brief habe ich mir, sagen wir, durch eine interne Quelle beschafft. Das Schreiben besagt, dass es finanzielle Probleme gibt. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen ein Defizit von 1,6 Millionen Euro. Das heißt, dass es hier große Probleme mit den fehlenden 1,6 Millionen Euro gibt und dass sie nicht in der Lage sind, dem Vorstand dieses Finanzloch zu erklären. Sind diese Vorgänge in der Comité de la Charte bekannt?
Was sagt der Präsident dazu, dass bei einer Mitgliedsorganisation 1,6 Millionen Euro in der Kasse fehlen? Prost. Den Brief habe ich von einer Quelle bekommen und ich weiß nicht, was das heißen soll. Aber ich lasse sie erst mal lesen. Hey. Was denken Sie darüber? Beunruhigt Sie das? Das ist ja niemals ein gutes Zeichen, einen Bericht von der Generalversammlung zu erhalten, die die Konten überprüfen und die Konten weisen ein bedeutsames Defizit auf. Das ist wirklich kein gutes Zeichen. Also ich nehme an, da dieses Schreiben aus dem letzten Monat stammt, dass der Kontrolleur schon mit dieser Angelegenheit beschäftigt ist, um genau herauszufinden, was sich da abspielt. Und er wird uns darüber unterrichten, wo er Risiken und Probleme sieht, die da eventuell auftauchen könnten. Beunruhigt Sie das? Ja, natürlich. Man muss ja wissen, was da passiert und warum. Das bedeutet ja nicht gleich Betrug, oder? Nein, das bedeutet nicht gleich Betrug. Ich würde es nach dem ersten Eindruck eher als Schwierigkeiten im Management betrachten. Nach all unseren Recherchen steht fest, weder in Frankreich noch in Deutschland ist es schwer, Spendengelder in falsche Kanäle fließen zu lassen, unentdeckt zu bleiben und ungestraft davonzukommen. Über Skandale, Missstände, Ungereimtheiten will kaum jemand offen reden. Als ehemalige Präsidentin einer Hilfsorganisation kennt Sylvie Brunel diesen Zustand. In der Welt der Hilfsorganisationen herrscht die Omerta, das Gesetz des Schweigens. Man darf nichts sagen, denn wenn man über eine Organisation etwas Negatives sagt, heißt das gleich, man sagt über alle anderen auch etwas Negatives. Anstatt dass dort mal richtig aufgeräumt wird und die schwarzen Schafe eliminiert werden, schützen sich die Organisationen gegenseitig, wohlwissend, dass es unter ihnen welche gibt, die zu nichts Nutze sind. Stefan Leupfinger gilt als Deutschlands härtester Kritiker in puncto Spendenorganisationen. Über das, was hinter den Kulissen passiert, hat er ein Buch geschrieben. Er und der Verleger sind seit Erscheinen im Oktober 2011 mit Klagen von Hilfsorganisationen überschüttet worden. Er hat noch nie ein Buch gehabt in der ganzen langjährigen Geschichte, das auch nur annähernd so viel Ärger produziert hat wie die Spendenmafia. Ich glaube, das drückt auch schon ganz, ganz viel aus. Und es ist letztendlich eine richtige Klagewut losgetreten worden. Ja, also Klagen habe ich jede Menge bekommen. Ich habe hier, könnt hier ganz viel rausziehen. Ich habe hier ordnerweise Sachen da. Da sind Schriftsätze dabei, die fast 100 Seiten haben. Allein um den einen Schriftsatz dann zu lesen, um ihn dann zu beantworten, um einen Gegenschriftsatz zu formulieren, bist fast eine Woche beschäftigt. Journalistenbüro Leupfinger, Leupfinger, grüß Gott. Das Online-Portal Charity Watch stellte im Februar 2012 seinen Dienst ein. Zu groß sei der Druck nach dem Buch gegen ihn gewesen, sagt Stefan Leupfinger. Es gibt innerhalb der Spendenszene einfach organisierte Zusammenschlüsse, die versucht haben, mich mundtot zu machen. Und das ist mit mafiösen, organisierten Methoden gemacht worden. Stefan Leupfinger zeigt uns E-Mails, die zwischen Vereinen hin und her gingen, zugespielt von Sympathisanten. Die gingen an verschiedene Vereine, auch ihr Verein wurde verunglimpft und so weiter, von mir quasi kritisiert. Und dann heißt es eben hier, nur durch rege Beteiligung kann dieser Journalist für unglaubwürdig erklärt werden. Gerne sind wir bereit, sie auch redaktionell zu unterstützen. Also man hat hier richtig auch Leute gesucht, die mitmachen, um meinen Ruf letztendlich zu untergraben und zu schädigen. Auch privat wurde der Familienvater massiv unter Druck gesetzt. Also ich habe da auch einmal eine E-Mail bekommen, die richtig heftig war. Für das, was du getan hast, wirst du bezahlen. Rache, wir machen dich fertig, dich und deine ganze Verwandtschaft gleich mit. Meine Frau hat irgendwann gesagt, so geht's nicht weiter. Du kannst es nicht alleine verändern, du musst dich irgendwann entscheiden. Köln im Frühjahr 2012. Stefan Leupfinger in den Nachwehen seiner Buchveröffentlichung. Ein Tierschutzverein verklagt ihn am Landgericht auf Unterlassung in 22 Passagen aus seinem Buch und will ihn außerdem strafrechtlich wegen Verleumdung angehen. Schwere Geschütze. Den Anwalt stellt der Verlag.
Für ihn ist ein solcher Fall nichts Neues. In der Tat habe ich gerade auch ein Parallelverfahren mit einer anderen Spendenorganisation, wo es auch um solche Fragen geht. Und man kann insgesamt schon sagen, dass die Spendenorganisationen sehr darauf bedacht sind, ihre Pfründe zu sichern, ihre Außendarstellung zu wahren. Man merkt, dass da Marketing- und Presseexperten sitzen, die sehr darauf achten, dass das Außenbild in Ordnung ist und die heile Welt weiterhin vorgespielt wird. Stefan Leupfinger hatte den Verein in seinem Buch unter anderem finanzielle Intransparenz und die Verschwendung von Spendengeldern vorgeworfen, sowie die Macht des Vereinspräsidenten kritisiert. Die Kamera muss raus. Wir dürfen die Verhandlung aber persönlich mitverfolgen und erleben, dass das Gericht die meisten Klagepunkte zunächst in Frage stellt. Doch aufgrund der komplizierten Beweisführung wird das Verfahren vertagt. Stefan Leupfinger kann sich auf weitere Termine vor Gericht einstellen. Ich bin sehr froh, dass ich das Buch geschrieben habe und dass es auch für enormes Aufsehen gesorgt hat und vor allem dadurch auch eine Sensibilität geschaffen wurde, dass nicht alles Gold ist, was glänzt in der Spendenlandschaft und dass viele Leute heute einfach kritischer hinterfragen und damit auch am Ende richtiger Spendner. Denn jeder Euro, der beim falschen Verein landet und dort eben nichts bewirkt, ist ein verlorener Euro. Wenn der aber gleichzeitig woanders landet, wo eben was Gutes bewirkt wird, dann haben wir schon ganz viel gewonnen. Ich denke, es ist wichtig, dass der Spender weiter spendet. Es müssen Organisationen sein, denen man vertraut. Und man muss mehr darauf achten, wem man sein Geld gibt. Ich habe nur den Tipp, wachsam zu sein und selbstkritisch auch. Und wenn man sich vertan hat, verdammt nochmal dazu zu stehen, das öffentlich zu machen, damit nicht noch mehr darauf reinfallen. Wir müssen die Spender dazu bekommen, Verantwortung zu übernehmen für diese Gelder, die sie praktisch Institutionen zur Verfügung stellen. Wenn dies der Fall ist, haben eigentlich schwarze, sogenannte schwarze Schafe, wesentlich weniger Chancen. Man kann nicht um jeden Preis wachsen und eine Organisation, die glaubwürdig genau ihr Ziel und auch ihre Stärken verfolgt und weiterentwickelt. Die wird auch erfolgreich sein bei den Spenderinnen und Spendern. Ich denke, dass der Markt der Großzügigkeit an dem Tag zusammenbricht, an dem die Anwendung der Omerta, das Gesetz des Schweigens, gebrochen wird. Dann ist man dazu bereit, wirklich aufzuräumen und auf diejenigen zu zeigen, die den Ruf der Hilfsorganisationen schädigen.